Diese Pinsel hier haben etwas Gemeinsames. Sie sind aus Tierhaar, also Echthaarpinsel. Und es gibt eine Menschengruppe, die furchtbar allergisch auf Tierhaare reagiert. Und die wenigsten Frauen machen sich Gedanken beim Schminken, aus welchem Material die Pinsel bestehen. Wenn ich also schon mal höre, Michaela, ich habe da einen Lidschatten gekauft und boah, den vertrage ich überhaupt nicht, dann sollte man vielleicht auch mal drauf Acht geben, ob das ein Tierhaarpinsel ist und ob du dann zum Beispiel gegen Tierhaare allergisch bist. Also wenn in deinem Allergiepass steht, gegen Pferdehaare, Katzenhaare, Hundehaare allergisch, warum dann nicht auch gegen die Tierhaare, die in Pinseln verarbeitet werden? Man kann sich streiten, ob das in Ordnung ist, Tierhaare für Pinsel zu nehmen. Es gibt eine schöne Alternative zu dem Echthaar, nämlich die Mikrofaserpinsel, also Pinsel, die aus synthetischen Fasern sind. Und die habe ich heute mal komplett für ein Make-up zusammengefasst. Wer also sagt, ich möchte mit den Tierhaarpinseln aus den oder den Gründen nichts zu tun haben, dann kann ich euch zeigen, auf was man dann zurückgreifen kann. Es fängt an bei der Grundierung. Wer Make-up auftragen möchte, kann einen solchen Mikrofaserpinsel nehmen. Ihr kennt den aus meinen Filmen längst. Das ist der von Barbara Hofmann, der 7,95 Euro kostet. Und der lässt Make-up sehr, sehr schön puschelig auftragen. Den finde ich total in Ordnung. Wer sagt, ich möchte es ein bisschen exklusiver, könnte den von Da Vinci nehmen. Der kostet aber auch dann direkt an die 30 Euro. Also der trägt das Make-up nicht unbedingt besser auf als der. Den finde ich fluffiger. Aber ihr entscheidet, wenn ihr zum Beispiel die Stiele ein bisschen haltbarer haben wollt. Die Da Vinci Pinsel sind 5-mal lackiert. Das sind die anderen Pinsel nicht. Der muss dann halt auf den teuren Pinsel zurückgreifen. Aber den finde ich im Prinzip noch ein bisschen besser. Dann geht es beim Augen-Make-up darum, wie bekomme ich da sehr schön meine Farbe aufs Auge. Ihr wisst, Dreh- und Angelpunkt ist immer die abgepuderte Haut beim Lidschatten, dass ich da nichts absetzen kann. Aber das Werkzeug ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Die Betonung hier am unteren Wimpernrand könnte man mit unterschiedlichen Pinseln erreichen. Ich habe hier wieder Barbara Hofmann Pinsel aus der Platinum-Serie. Den finde ich sehr, sehr schön weich. Der ist recht dünn und der trägt die Farbe sehr präzise auf. Das heißt, wer es ein bisschen puscheliger haben möchte, muss dann entweder mit einem Wattestäbchen nacharbeiten oder mit diesem Pinsel öfter mal hier so über den unteren Wimpernrand gehen. Der kostet so um die 13 Euro. Dann gäbe es nochmal aus der Classic-Serie den Da Vinci Pinsel. Ich halte ihn mal so vor. Ob ihr dann die Nummer sehen könnt, hoffe ich. Der ist aus gelber Mikrofaser. Auch der ist sehr fein, um die Farbe hier am unteren Wimpernrand aufzutragen. Oder denselben in dünn. Das wäre die Größe 8, das ist die Größe 4. Um eventuell einen Lidstrich damit zu machen, indem man Lidschatten nass damit aufträgt. Also andersrum, den Pinsel nass machen und den Lidschatten dann mit dem nassen Pinsel ein bisschen verrühren. Und damit den Lidstrich ziehen. Das ist mein absoluter Lieblingspinsel für Lidstrich. Oder hier den Pinsel für Augenbrauen, ginge auch von Da Vinci. Der ist allerdings ein bisschen fester. Da muss man mal gucken, ob man das mag, wenn die Härchen nicht ganz so beweglich sind. Der wäre dann, um die Augenbrauen nachzustricheln, perfekt. Ich halte sie nochmal alle drei in die Kamera mit dem Nümmerchen nach vorne, dass ihr nicht nachfragen müsst, wie heißen diese Pinsel. Also nochmal hier gucken, welcher ist. Ja. Kann man es lesen. Wunderbar. Beim Oberlid sollte man dann vielleicht tatsächlich mal auf den Applikator zurückgreifen. Damit mache ich das ja sowieso, dass ich die helle Farbe aufs bewegliche Augenlid auftupfe oder streiche, so Tupfenstreiche. Das braucht man auch nicht mit einem Echthaarpinsel zu machen. Und dann kommt die Frage, wie schattiere ich meine Lidfalte ein? Und da habe ich hier vier Möglichkeiten. Zum einen kennt ihr meine Straßenbahn. Für diejenigen, die meine Filme noch nicht gucken, hört sich das bekloppt an. Müsst ihr einfach mal gucken bei dem Film Lidfalte schattieren. Oder nur Lidfalte heißt er. Der bringt die Farbe exakt an die richtige Stelle und lässt die Farbe sehr, sehr präzise an Ort und Stelle hineingleiten. Aber dann muss man das Ganze ja noch dann verpuscheln. Mein Schlupfi-Puschel ist aus Feehaar, das ist ein Echthaar. Wer eine synthetische Faser braucht, kann zum Beispiel hier auf die neue Cynic-Serie zurückgreifen von Da Vinci. Der ist total weich und schön und damit kann man dann die Farbe hier ganz, ganz vorsichtig verstreichen, ohne dass die Haut damit stark geschoben wird. Der Pinsel kostet um 15 Euro.
Alternative wäre der Reisepinsel von Barbara Hofmann, kostet 5 Euro. Der ist allerdings sehr fest. Das geht nur, wenn die Haut auf dem Augenlid noch jung und knackig ist. Ansonsten schiebt sich das hier schnell hin und her. Da wäre auch wieder die Alternative aus der Cynic-Reihe. Kann ich nicht lesen, habe ich die Brille nicht auf, aber könnt ihr. So, genau. Der ist auch klein und rund, so ein kleiner runder Blender, wie sich das in der Fachsprache nennt. Und der kann die Farbe hier auch auftragen. Ich fände den breiten aber besser direkt zum Verpuscheln. Haben wir das Augen-Make-up geschafft, weil Mascara-Bürstchen sowieso, sind sowieso aus synthetischen Fasern oder aus Gummi, je nachdem. Und Frage ist dann noch, wie trage ich meinen Rouge auf? Und da vergessen wir natürlich den Echthaarpinsel, den ganz klassischen Rouge-Pinsel mal sofort. Den würde ich sowieso nicht benutzen, Gründe kennt ihr, sondern ich stehe auf diesen ganz hauchfeinen Mikrofasern. Gucken, ob die Kamera das einfangen kann. Denn auch die Kamera kann nicht scharf stellen, weil die Kamera weiß nicht, worauf sie scharf stellen soll, weil der so extrem fein ist. Ich halte nochmal richtig in die Kamera. Na, wird scharf, wird scharf, wird scharf. Da, da ist er scharf. Also diese Fasern sind so, guck mal am Rand, so extrem fein, dass die Rouge in Feinstverteilung auf dem Gesicht verteilen können. Und ich liebe diesen Pinsel über alles, um Rouge ganz weich aufzutragen. Und dieser Pinsel kostet aus meiner Produktion 19 Euro. Dieselbe Faser wird auch in den MAC-Pinseln verarbeitet. Da kostet der Pinsel 50,50 Euro. Also bitte überlegt euch, braucht ihr die synthetischen Fasern oder sagt ihr, ich möchte mischen, ich bin kein Allergiker, finde das jetzt auch nicht schlimm, dass da Tierhaare für genommen werden, um diese hochwertigen Echthaarpinsel zu machen. Aber wer allergisch reagiert auf Tierhaare, der sollte vielleicht dann unbedingt auf diese synthetischen Pinsel zurückgreifen. Und ich hoffe, dass ich euch da so ein bisschen helfen konnte, weil es ist nicht immer der Lidschatten schuld oder es könnte zum Beispiel auch daran liegen, dass ihr einen Pinsel mit einer stark parfümierten Seife ausgewaschen habt, was auch vielleicht allergische Reaktionen verursachen konnte. Und deswegen wollte ich da ein bisschen Licht mal reinbringen, drüber nachzudenken. Wenn Reaktionen sind, könnte das vielleicht auch von dem Echthaarpinsel her stammen. Und dann guckt mal eure Pinsel an, aus welchem Material sie denn wohl sind. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr gar nicht wisst, was ist ein echter Pinsel, was nicht, könnt ihr vielleicht in eine private Parfümerie gehen und euch da beraten lassen. Vielleicht können die euch sagen, ob der Pinsel aus einer synthetischen Faser, also Mikrofaser, oder aus einem Echthaar ist. Viel Spaß beim Pinsel durchwuseln. Tschüss!